Was geht ab, Leute? Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video, heute mit einem neuen Shop-Video. Und zwar das Shop-Video vom 8.7.2019, leider etwas verspätet, Freunde. Wir waren noch auf dem Weg Richtung Alim Mois, solltet ihr auf jeden Fall kennen. Und wir werden uns jetzt den Shop ganz kurz und knackig anschauen, Freunde, wie immer. Ich habe mich noch nicht spoilern lassen, deswegen schauen wir einfach mal rein. Wir sehen, wir haben hier eine neue Sache am Start, doch fangen wir erstmal auf der rechten Seite an. Wir haben zum einen den Ratschlag für 500 V-Bucks, kann man fortlaufend auch bewegen, finde ich eigentlich ganz in Ordnung, kann man auch in-game echt gut anwenden und das sieht auch mega geil aus. Dann haben wir den Tropenschnitt für 500 V-Bucks, eine richtig günstige Spitzhacke, kann man sich auf jeden Fall geben, besser als manch andere, die sogar 1200 V-Bucks kostet. Rebellion 1500 V-Bucks als Roboter-Skin finde ich jetzt nicht so, da finde ich die männliche Version ein bisschen besser meiner Meinung nach, das Rückenaccessoire ist jetzt auch nicht so fresh, männliche Version würde ich eher empfehlen. Magische Schwing, 1200 V-Bucks, richtig geiler Gleiter, sieht auch übelst edel aus, hat halt etwas, was normale Gleiter nicht haben, da ist halt ein bisschen Schein drumrum und es sieht natürlich extravagant aus. Dann haben wir den tiefen Dab, 200 V-Bucks, brauche ich denke ich nicht viel zu sagen, ist auf jeden Fall mega geil und wir haben einen Dschungelspeer für 800 V-Bucks, auch ganz in Ordnung. Dann haben wir hier auf jeden Fall das Zielsicher-Set bekommen, beziehungsweise die Überschall-Skins für 2000 V-Bucks. Wir sehen, Freunde, mit einem richtig entspannten Rückenaccessoire, wo sogar die Kills angezeigt werden, haben wir den Zielsichergleiter. Dann haben wir hier verstohlenes Schwarz, 300 V-Bucks, komplett schwarz, finde ich auf jeden Fall mega nice. Dann haben wir nochmal Luftkampf, das ist jetzt nicht so krass, aber die schwarze Version ist ein bisschen besser meiner Meinung nach. Dann, Freunde, haben wir hier Farbenflieger von gestern nochmal, Strandbomber und Farbensternchen. Ja, kann man sich auf jeden Fall geben und sollte sich auf jeden Fall nicht beschweren. Meiner Meinung nach auf jeden Fall ganz entspannte Skins. Dann haben wir heute neu eine Lackierung erhalten, Strandwelle. Hier sehen wir, hier ist ein bisschen Sand, dann sehen wir hier so eine animierte Welle. Meiner Meinung nach mega geil. Freunde, schlagt auf jeden Fall zu, bis das Ganze weggeht. So viel auf jeden Fall zum Shop-Video. Lasst mir gerne mal einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich verrate mal raus. Haut rein, geht mit Fraps. Ciao.